Und ein weiteres Mal heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play NHL 2013. Und es gibt eine kleine Änderung bei uns im Kader. Adam Kurche musste uns verlassen, dafür kam Lion Loins zu uns. Ja! Coole Sache. Und Nicky Mont habe ich auch geholt. Nur, ich habe die besten drei gemacht und er wurde leider nicht aufgestellt. Leider. Naja, wie dem auch sei, wir starten in das Match gegen Hannover Scorpions. In der Hoffnung, dass wir endlich mal gewinnen nach zwei Niederlagen in Folge. Schauen wir mal. Und ich sag mal, bis gleich. Welcome all of you in as we get set for another hockey match. We'll see what we're going to have in front of us tonight. Gary, I think it's going to be a good battle. I mean, these teams like to go at one another. Let's fasten our seatbelts and get ready to go. Two teams tonight who, if they're on, are going to play very solid defensively. Especially in their own end, and I wouldn't expect to see many pretty goals, but listen, they'll all count. Ugly is going to be beautiful. So, ich hatte gerade eben vergessen, euch zu sagen, und dann habe ich nochmal einen Free Agent ausgewählt. Ob der jetzt nun kommt oder nicht, das weiß ich nicht. Er hat gesagt, er meldet sich! Ah! Ach, schade. Also wer die Tabelle noch vom letzten Spieltag im Kopf hat, der weiß ganz genau, dass wir gewinnen müssen gegen Hannover. Los, Ruski! Ja, er kommt durch. Ach, nein! Viel zu fest gepasst. Ach nö, was mache ich denn da, Icing? Puh. Ich muss jetzt teilweise immer mal auf mein Headset achten, nicht dass das wieder so ausartet wie beim letzten Mal, dass es ja, fast das ganze Spiel. Naja, auf stumm ist. Aber jetzt genug vom Headset! Shit fucking car! Ich sag dazu jetzt mal gar nichts. That's a beautiful shot. Wrist shot down low. That's a goal. High to the stick side. That's exactly where the shot came and that's where this goalie got beat. Ah, diese Abprallertore, die sind einfach nur. Bäh. Here in an early part of this game, Bill, already they've taken a little pressure off themselves by getting that lead. Pretty balanced play by these guys. Now they've got the lead. Their challenge will be to build on. Okay, aber ein Tor, das bringt mich nicht aus der Ruhe. He'll dump this one into the opposite corner. Wants to move it, fighting for the puck. Ah! Reed, was machst du denn da? Cernik. Got the puck right in front. There's a scoring chance off a one-timer. What a move. Puck loose, picks it up. Halinka's on the doorstep. Los, Cernik! Two on two the other way. Ah. Great save. Good two-line pass. Picks that one up in the offensive zone. Los, Gordon, Gordon, Gordon! Gordon. Kreuzer, schön! Mit Gordon! Oh, what an
Nein! Was für eine Chance! Los Brule. War zwar schön gedacht. Ups, scheiße. Aber auch da leider nichts draus geworden. Nein! Kreuzer. On the charge, 3-on-2. Wrist shot on. Defensive zone finds that in front of his own net. To Herberger. Wo ist er? Boah! Wäre ja schon fast das 2-0 gewesen. So, wo ist einer? Nein! Los, boxen, boxen, boxen! Mann! Aber das Spiel gegen Hannover ist ganz schön munter, wenn ich das mal so behaupten darf. Obwohl es 1-0 für Hannover steht und das erste Drittel schon fast beendet ist. Aber trotzdem richtig munter. Alter Schwede. How about the save by this goaltender? Reflexes, check mark, glove, check mark, save, you bet, check it off too. That puck was up for grabs. Nein! Up the wing, he's got that one on the tape to Hlinka. Erster Drittel vorbei, es steht 1-0 für Hannover. Shit fucking car. Ja, ne. Blöder Abpraller. Nun gut. Egal. Aus der Torschancenkapital schlagen. Ja, das Spiel ist noch nicht entschieden. So sieht's aus. Lass keine gegnerischen Schussmöglichkeiten zu. Werden wir machen. Also bisher werden wir nicht machen. Ach, ihr wisst, was ich meine. Heute ist wohl der Tag der Aufnahme, was? Heute Morgen Company of Heroes aufgenommen, jetzt NHL 2013. Takes that puck up the wing and through the neutral zone to Hannah. Oh oh. Roulet. So. Robert Nielsen. Jawoll! Und der Ausgleich ist gefallen! Ja! Dem einen ist der Schläger gebrochen und da kam glücklicherweise Boulet. Ja. Ich glaube, da stand Boulet aber gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Schön. Nein, 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 nein. Ich frage mich nur die ganze Zeit, wo der Brule. Ach, Brule sei schon. Wo Lion Loins ist, weil den hat.
ist nämlich eigentlich aufgestellt. Nein! Schön, Edlund. Tja, da wollte Hedlund mal so einen kleinen Abstauber machen, aber da ist auch leider nichts draus geworden. Under 7 minutes gone in the second. Brule's goal is the one that knots it. Loose puck and he gains control of it. Alter, das wäre fast die Führung gewesen. Good pass into the center ice area all the way from the defensive zone. Greece. Big time effort, that's the offensive zone. Los Ruski. Komm. Has the puck in the high slot. Bad save made. Shit. Brule. Los Brule, mach es. Schade. Echt schade. Aber das Spiel ist munter. Boah, das gefällt mir. Neuneinhalb Minuten noch im zweiten Drittel und er steht immer noch 1:1. To Hlinka. On the return, he's got it again. Able to hold that in at the blue line. You get Los Schinnik. And you get a shot like that. Schinnik. Both of them got their licks in on that one. Nein, da verfehlt er. Trying to dig that puck up. To Hlinka. That puck almost came out of the zone. He gets a stick on it. Holland. To Sirnik. Reed, Reed, Reed. Was macht er? Wo ist er? Wo ist er? Aber wir spielen im zweiten Drittel wesentlich besser. Over 5 minutes left, second period of action. Brule's goal here in the second period, the only one scored, and it has resulted in... Bulita! Bulita! Bulli, Bulli, Bulli! Tor, 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 hinein! Jawohl, 2-1, Marian Bazzani! Ach, geil! Schön in den oberen Winkel rein! Schön. So, und jetzt die Nerven behalten. Mary Bazzani. Robert Nielsen. Ach, wohin? Da sollte der doch gar nicht hin. So, komm. Nein! Schade. Bleib im Kasten! He picks up the loose puck. Save with a blocker! Oh. Geil, zweite Drittel vorbei, es steht 2:1. Geil. A very one-sided physical game so far. Getting out hit is one thing, Gary, but just about getting run out of the building, that's close to being embarrassing. Also das zweite Drittel gehört definitiv der DEG. Definitiv. Und ein wunderschönes Tor von Marian Bazzani. Geil. Ich freue mich gerade. So, ich fackel nicht lange. Auf geht's ins letzte Drittel. Ich bin heiß. Pff.
vor heimischem Publikum. Da lässt es sich natürlich am liebsten gewinnen. Und natürlich wieder ein Bully gewinnen. Und Hedlund, was macht er? Und es steht sogar jetzt schon 3:1. Unser Ruski hat wieder zugeschlagen. Ja. Wunderbar. Oh, geil. Und das letzte Drittel ist noch gar nicht so alt. Und jetzt nur die Nerven behalten. Ach, schade. Also ich sag mal so, wenn man auf All-Star ein Spiel gewinnt, ich meine, ich will jetzt den Takt nicht vom Abend loben, aber es sieht ja ganz stark danach aus, macht viel mehr Spaß, als wenn man bei Profi ein Spiel gewinnt. Düsseldorf's lead is extended. That's a vital goal to get early in the third period. Reed's lost another face-off. That's gone on all night, Bill. Might as well just retreat and give the other guys the puck. To Lattman. Gets that puck back. Holland. So schön, Holland. Czernik. That one off that side and up. Ach, wohin? Nein! To Lampman. He'll take that one back and skate with it. You want to give the offense a chance. Keep that puck in the zone. He does. Great position save. Played into the far side corner. To Hudlin. To Reed. Schön, Reed. Und jetzt ab nach vorne. Ah, schade. This is the blocker. Up the wing. On the offensive attack, this is a two-on-one. To Artukin. Brule. To Brule. He's looking to pick up something on the point department. He's already got two, but with this tight game, he'd love to get another. Handles along the wing and up into the schön gemacht, Ruski. Und da ist er in der Bande. Picks it up in the offensive end. Mist. Aus dem Abseits. Lauft da einer mit? Nein! Nice save with the pad. That looks like it might go through. Schade. Noch 5 Minuten durchhalten. Noch 5 Minuten! Off the blocker. Off the rebound. Brule. Kreuzer. Right there. 2-on-2 the other way. Blocker save. Finds a loose puck, holds it in. Move back up to the point. Ah! Portion. Mercy, there's a big time hit that's gonna Nein! Goaltender's best friend. Alter! DeCorsion. Ey, das hätte doch viel, das 4:1 sein müssen. Collins. Ach, Icing. We'll get a whistle here offside. Eine Minute noch. Eine Minute noch. Alter, das hätte das 4:1 sein müssen. So, noch 55 Sekunden. Offensive opportunity, 3-on-2. Ah! That's positioning. There was nothing to shoot at. To Artukin.
Alter, ist das Spiel munter. Come off the pads, he's safe. Hanover's hold their goalie. Not a surprise, they just had to wait for the play to go the other way. Oh, nein! You gotta have some guts to do that. Stood right in front of that and blocked it. He gets that one up the wing. Shot nein! Opportunity gone. Gotta get it up. That'll keep this offense going, he's got it. Nein! Mist! Ich schätze mal, das wird beim 3-1 bleiben. Ja! 3-1 gewonnen! Das war mein Wecker. Geil! Geil! Ich freue mich gerade. Upsala! Da ist mir mein Controller gerade runtergefallen. Shit! Alter Schwede. Ja, das war auch ein super Tor. Und das schönste Tor von Marian Bazan, die Bulli-Tor, ey. Geil. Geil, geil, geil. So, dann machen wir uns mal die Three Stars angucken. Gilbert Brulé, 1-Tor, 1-Assist. Marian Bazani, 1-Tor, 0-Assist. Und Evgeny Artukin, 1-Tor, 0-Assist. Geil. Ja. So, beenden. Mal gucken, ob Straubing verloren hat und wir wieder auf dem 5. sind. Das wäre doch astrein. Na komm, lad nicht so lange. Danke. So, das nächste Spiel ist gegen Red Bull München. Ah, ich nehme hier mit Freunden an. Jawohl. Sehr schön. Wunderbar. So, erstmal Statistiken. Und was glaubt ihr? Fünfter oder nicht Fünfter? Ich glaube, Straubing hat gewonnen. Nein! Straubing hat verloren. Wir sind wieder auf Platz 5. Oh, Berlin ist schon nur noch Zweiter. Wo haben wir denn München? München ist auf Platz 7. Wir haben 60. 2 Punkte Vorsprung vor Straubing, 3 Punkte Vorsprung vor München und 4 Punkte Vorsprung vor Hannover. Also fünfter Platz muss sein, das ist die direkte Playoff. Nee, Quatsch. Bis 6 ist die direkte Playoff-Qualifikation. 7 gegen 10 und 8 gegen 9, stimmt. So war das ja. Also das fand ich ja mal ein richtig geiler Sieg. So, ich wünsche euch endgültig jetzt nochmal ein schönes Wochenende, einen schönen Samstagabend. Macht was draus, geht Party machen oder sonst irgendwas. Ich verabschiede mich für heute. Und haltet die Ohren steif. Bis dann. Tschüss.